glaube, wir haben in Goldtal alle Missionen gemacht, die offen waren. Ja, hier, wir waren bei der Dame. Stimmt, wir waren bei der Dame als letztes. Nie weit vom Königreich entfernt. Marwal ist tot und die Antwort, die wir ihm geliefert hat, war kurz und rätselhaft. Die Burg rückten in der Herrenhalle von Gatnua scheint das einzige weitere empfindsame Wesen in der Festung gewesen zu sein. Sie könnte mir vielleicht weiterhelfen, aber das haben wir doch schon gemacht. Ach, ich lese wieder verkehrt rum. Quest, der Meister der Tiefe. Das ist die Mission bei der Burg selber. Marwald war schon zu degeneriert, um uns noch zu antworten. Wir werden uns die Ruinen unter der Burg selbst treffen. Da müssen wir selber gucken. Fürst muss man aufrufen. Die Prüfung Durans. Hey, liebliche Tigerin, herzlichen Dank für deinen Host. Ich warte mal kurz, dass die Werbung vorbei ist. Und die haben wir abgeschlossen. Weil ich sehe. Und wie auch letztes Mal beim War Thunder Stream die Frage, läuft der Stream stabil? Liebliche Tigerin, herzlichen Dank für deinen Host. Willkommen. Was habt ihr denn Schönes gespielt? Stellt euch auf einen sehr langweiligen Hörnchen-Macht-Märchenstunde. Also wir sind vorbereitet, Leveler hat Kekse, ich habe den Tee gebracht und Apfelkuchen mit Streuseln drauf. Ich habe nämlich versprochen, jede Geschichte, die ich hier finde, auch vorzulesen. Also hier wird viel Blabla sein von meiner Seite, was dazu führt, dass ich morgen wieder kein Stimmchen habe, was aber nicht so schlimm ist. Auch Warnung, wenn ihr Stühle habt, auf denen ihr gerne runterrutscht, wenn ihr einschlaft, festbinden. Mir wurde gesagt, dass ich einschläfernd vorlese. Nehmt das mal als Kompliment. Und gerade versuche ich mich zurechtzufinden, was wir denn eigentlich geplant hatten, weil durch verschiedene Dinge im Wheel bin ich jetzt etwas länger nicht dazu gekommen, das Spiel zu spielen. Das hier ist What meine is it? Wenigkeit. Ich habe einen Knüppel. Of course. Ja. Dann haben wir How may hier I help? einen Zauberer, Hey. einen What? Draufhaumensch, einen Zauberer und Yes. einen Barden What im is it? Schießkolben. Okay, jetzt mit dem neu reden. Hey, vorsichtig, solltest du nach Osten wollen. Im Esternwald gibt es Patrouillen der Schwarzen Garde. Okay. Ich glaube, mit denen da haben wir auch noch ein Hühnchen zu rupfen. Du bringst den Miezen die noch mehr Aliens. Atze, wie geht's dir? Auch dir einen schönen Abend. Hätte ich fast jetzt vergessen, dem Bub Hallo zu sagen. Urgot. Urgot legt die Stirn krumm in Falten. Ich fürchte, ich kann dir nicht dabei helfen, hier eine Bleibe zu finden. Fürst Redricks Sohn wurde als Hohlgeburt eingestuft, was die Umstände nicht noch gespannter macht als zuvor. Ja, das wissen wir schon. Ich möchte gern einen Mord melden. Der Magistrat hebt eine Augenbraue. So wie es deine Pflicht ist, was ist passiert? Dieser Mann namens Norton hat draußen in der Wildnis seinen Freund Perly getötet. Okay. Das mit dem Spiel 489 Spielstunden. Ja, da ich beide DLCs habe, gehe ich mal davon aus, dass es bei mir auch so um den Dreh hinkommen wird. Und ich habe auch schon, wo es im Sales war, den zweiten Teil inklusive aller DLCs. Perfekt, er hat sie perfekt. Inklusive aller DLCs. Ihr erinnert euch, das war wo die. Eine Höhle da, wo wir festgestellt haben durch unsere Fähigkeit, dass der den da reingelockt hat und den an den Bären quasi verfüttert hat. Und Ausrufezeichen Hausregeln habe ich fast vergessen. Ich habe mich etwas an das Vorgebild. Command aus. Ihr seht, ich bin perfekt vorbereitet. Aus Ordnung, sollte es auch richtig. Habe mir quasi selbst Regeln auferlegt, an die ich mich so gut wie möglich versuche zu halten, solange es die Spielmechanik hergibt. Wir sind chaotisch böse, deswegen verpfeifen wir den Typ auf, wenn wir vorhin gesagt haben, ist alles gut und das Geld kassiert haben.
Eine grausame und feige Tat, wenn sie sich denn tatsächlich ereignet hat. Welche Beweise kannst du vorbringen? Ich hatte eine Vision der letzten Augenblicke im Leben des Opfers. Nein, das ist ungeschickt, dem zu sagen, der hier alle aufknüpft, die Visionen haben, dass wir Visionen haben. Kann ich nicht machen. Ich werde welche suchen gehen. Urgot nickt langsam. Das sind keine Anschuldigungen, die man einfach so macht. Solltest du aber andere Fragen haben, kannst du sie mir gerne stellen. Es ist wichtig, dass jeder in Goldtal unsere Regeln und Risiken versteht. Okay. Haben wir jetzt das Quest abgedatet oder nicht? Ich gehe jetzt einfach nochmal zu der Höhle hoch. Vielleicht findet ihr jetzt irgendwas. Liebliche Tigerin, was hast du denn gestreamt? Schönes. Well. Jetzt mal Linksklick. Und wie gesagt, wenn euch irgendwie ein. Ich hab Minecraft. Habe ich auch lange nicht mehr gespielt. Und es muss ständig regnen, das ist. Wenn euch im Stream auffallen sollte, wie gesagt, ich bin von. Streamlabs OBS zum normalen OBS wieder zurück und streamen wieder über die CPU, weil eigentlich bessere Qualität als über GPU. Wenn es aber irgendwie ruckelt oder sonst irgendwas geben sollte, gut, jetzt ist es dunkel. Sagt Bescheid. Mein Rekord ist War Thunder. Haben wir aber eigentlich schon alles? Da gibt's nichts mehr. Also haben wir das wahrscheinlich dadurch, dass wir den Herrn sozusagen. Haben wir das auch? Das haben wir auch. Mäuse kriechen, Augen holen, ja. Also von daher scheint die Quest eigentlich erledigt zu sein. Ich wollte bloß nochmal sicher gehen. Ich bin bei War Thunder wahrscheinlich schon bei 2000 oder mehr oder sowas. Aber das habe ich ja gesagt, gibt es noch donnerstags und gut ist erstmal, sonst überspiele ich mich da. Und die übliche Warnung, 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 Kamera, Kamera, Kamera. Guck mal. Gut, jetzt sollten wir uns mal nach Katnu wieder begeben. Wir haben, glaube ich, oder mal Inventar haben wir alles. Inventar. Da mal aufgeräumt. Da mal auch aufgeräumt. Die Burg haben wir was ausgebaut, endet in 11 Stunden. Nicht genug Geld. 800 Kupfer haben wir und das kostet 800. Bläh. Wo ich nicht schnell möchte, ist, das war die Händlerstände. Also da sparen wir jetzt mal einfach hin. Wir reisen trotzdem hin. Armor, okay. Leider ganz ruhig. Einfach 3-4 Kekse, dann hast du wieder. Dann solltest du es wieder haben. Instandhaltung der Höhle. Wieso ist es schon wieder dunkel? Also ihr seht, wir müssen hier noch einiges bauen. Ich glaube, Koks beruhigt nicht wirklich, habe ich mir sagen lassen.
Die Höhle müsste das Herrenhaus sein. Also dass man das Höhle, ich weiß nicht, ob das ein Übersetzungsfehler ist, aber. Ja. Naja, wirklich in Stand gesetzt sieht das jetzt hier aber auch nicht aus. Hier hat es überall noch Spinnenweben. Verändert sich das? Ich hoffe doch mal, dass sich das grafisch verändert, oder? Ja gut. Hier oben sieht es etwas aufgeräumter aus. Bestimmt. Aber hier oben sieht es, wenn ich mich recht erinnere, sah das nicht so ordentlich. Also ich glaube, das ist sozusagen der Teil. Hinter dem Haus gibt es Wildnis des Dünnwalds weiter, okay. Ich denke, das wird dann sich so Stück für Stück, wenn wir auch hier eins fertiggestellt. Wir haben östlichen Wachturm fertiggestellt. Und die Hauptburg. Okay, dann gehen wir wieder runter. Runterlocken. Ach ja, und wir haben Spinny momentan dabei. Wir haben auch noch andere Auswahl. Aber aktuell ist Spinny dabei. Hier, Spinny. Alternativ hätten wir Hund oder Weltraumschwein. Ferkel. Ob die noch irgendwas bringen oder machen, weiß ich nicht. Also der Hund hat nicht angegriffen, die Spinne rennt halt auch bloß rum. Weiß es nicht. Gut, wir sollten uns vielleicht mal dran orientieren, was wir denn machen wollen. Fragment eines zertrümmerten Glaubens. Eder hat zugestimmt, mit mir zu reisen. Er schien einige Fragen zu haben, von denen er meinte, ein Wächter könnte sie vielleicht beantworten. Eder glaubt, dass er mehr über die Umstände des Todes seines Bruders in Trutzbucht herausfinden könnte. Er vermutet, okay, Trutzbucht müssen wir noch hin. Die Prüfung Durans. In Makrans Gabelung traf ich einen merkwürdigen Priester, der vorgibt, dass wir von gegenseitigen Befragungen etwas erlangen müssen. Duran sagt, dass er und ich zum gemeinsamen Reisen bestimmt wären. Ach, das war das. Kann ich mit meinem. Haben wir Gesprächsbedarf? Irgendwie? Da gab's doch. Nö, das wurde ja hier angezeigt. Well. Dann gucken wir uns nochmal das östliche Tor an. Osten müsste da sein. Was ist das hier? Ja. Stimmt, da kamen wir, glaube ich, nicht durch, oder? Ja, es sieht wieder in Stand, es brennt Feuer, das ist schön. Wachen wir noch nicht. So, wo können wir da lang? Warum kann ich hier? Ich kann auf die Waldebene. Wir müssen aber nach Trotzbucht. Wo ist Trotzbucht? Trotzbucht ist das hier. Gehen wir mal zu dieser Matema-Brücke. Kann ich nicht. Kupferweg? Kann ich nicht. Ich kann nur zu der Waldebene. Ach ja, also farblich hervorgehebene kann ich hinreißen. Da weiß ich, dass es es gibt. Ich kann es aber noch nicht direkt reißen. Warum was? Gehen wir mal in die Waldebene. Ja, bitte. Hier waren wir noch nicht, oder? Nein, hier waren wir definitiv noch nicht. Und ich muss diesen dämlichen. Stimmt, da wollte ich noch nach einem Mod gucken. Denkmäler. Ich werde jetzt wieder irgendwelche Namen vergewaltigen. Targelios, Benefactor, Lord, Jonkler, Katalyst.
The full dragon of the Obsidian Orden. Eternally in service to the Orden. Michael Zoldak. Utnov. Lord Jorben Kronvikdal. Here lies an unfortunate lord who irresponsibly stored off his bed, poorly fastened his powerful magical sword. Ja gut. Geht das jetzt hier so weiter? Ist das irgendwelche Credits? Lese ich hier. Sind es die Tulenrisk, Tulenhykunit. The glow of fire shows the way through the night and the wind will let us home. Ah, ja, ich nehme an, das sind sozusagen die Credits, die. Warum schleiche ich rum? Weil es leider so ist, dass wenn man Dinge aufdecken will, man schleichen muss. Diese Standardmechanik. Neue Karte entdeckt, Leuchtmühle. Hier kommt Map. Okay, dann müssen wir vielleicht nachher doch mal in Kat Numo auf nach einer Leuchthöhle als solches suchen. Wissen wollte, speichern, Schnellspeichern war. F5. Okay. Genau deswegen. Ein Waldlauer Hammer, über den schon Informationen, ich glaube ja, Bistarium, Waldfäule, Waldlauer, ja genau, gegen die haben wir schon mal gekämpft. Stich und Brennen 4, also Stich, Scheiße, Brennen gut. Badum. Metaschaden. Metaschaden gut. Pistazienschokolade. Auch interessant. Yes. Dann auf es. Hat mit linker Maustaste mit Gebrüll. Und es hat geschossen. Es sinkt. Ja, haben wir einen arkanen Angriff raus. Und du. Ach, Zauber. Könntet ihr mal ein bisschen mehr als nur leicht verletzen, bitte? Danke. Aua. Was ist die 3 hier? Ach, er ist bei Strophe. Das ist 3. How may I help? Indem du zauberst. Danke. Wer verletzt? Es lädt wieder nach. Wie viel Leben hatten das Ding? Heilen war. Was da? Sehr schön. Yes.
Erwecktes Holz. So Zeugs brauchen wir, glaube ich, auch dann später für die Erweiterung der Burg, aber ich bin mir unsicher, ehrlich gesagt. Ja. Und das tun wir gleich in unser allgemeines Versteck. I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. Okay. Da liegt was. Und zwar eine Leiche. Sieht zumindest nicht so aus, als wenn es oder er schlafen würde. Eine rohe Hautrüstung. Die nehmen wir mal so mit. Dann haben wir einen Trank der flinken Füße und Silberpfennige. Das nehmen alles ins Hauptlager. Komisch, dass der hier nichts dazu sagen. Was ist das? Nochmal ein Waldlauerer. Hier können wir irgendwo anders hinreisen. Habe ich die Map so falsch eingeschätzt? Ja, hier oben das Gebiet habe ich total vergessen. Auf. Könnte auch schon laufen. Habt ihr das gerade gehört? Was war das? Du hast What is it? Verbrannte Dame. What is it? Ah. Waldlauer. Haben wir mehr Informationen jetzt über das Viech bekommen? Noch nicht wirklich. Auf erst mit Gebrüll. Du darfst auch gerne brennen. Haben wir irgendwelchen Brandzer? Flammenfächer? Nein. Brennende, verzehrende Wunde da drauf. Ah, thank worth it. I shall deal with this one. Macht alles mehr auf. Na komm, lang kann der auch nicht mehr. Sehr schön. Und welches? As you wish. Wir sind eigentlich auch nur noch. Okay. Kann man dann weiterlaufen? And what does the flame reveal? Oh, oh, oh. Was oder wer seid ihr denn? Ein Waldtroll? Eine Pwkra. Wie spricht man das aus? Pwkra? Wahrscheinlich ist die schon allein deswegen so. Voll Waldtroll. Schmettern, brennen ist okay, und Korrodierung. Ich habe für später auch noch ein Weinchen, also keine Angst. Aber erstmal geht's aus. Was habe ich jetzt gesagt? Die sind Enzyklopädie. Die sind gegen Schmettern gut. Also sollte ich eventuell die Waffen ändern, weil das Ding hier macht Schmetterschaden. Muss man jedes Mal drauf achten. What? Das Brennen tut weiterhin gut. Yes. Und der schießt halt. Das. Du bist ein Glück gerade. Was ist ein Glück gerade?
Kenne ich jetzt nicht mal aus irgendwelchen, also Trolle, Wald, Laura und Laura, kennt man ja alles irgendwie aus irgendwelchen Sagen aus dem Mittelalter und davor, aber den kann ich jetzt auch gerade gar nicht beurteilen, wie ich da jetzt irgendwie angreifen soll. Of course. Nein. Schöne Informationen bleiben. Du, Moment, aus der Pause. Du kreist da an. Du kreist da an. Du schießt auf das da. Du hältst dich mal im Hintergrund und du wartest auch mal. Du gehst mal ein Stückchen nach vorne. Okay, jetzt haben sie uns. Da kommen noch mehr. Zaubert die? Ja, die zaubert. Das ist nicht nett. Die zaubert. Hilf! Das zaubert. Dann hau du mal da drauf und du sollst da drauf hauen und du schießt da drauf. Komm her, Alter. Okay, es hat gezaubert und hat nicht wirklich was gebracht. Was ist benommen? Dann machen wir. Autsch. Heil dich mal. Wieso bist du benommen? Wahrscheinlich wegen dem Zauber, was auch immer der Zauber gewirkt hat. Du solltest eventuell auch dich mal kurz heilen. Und den da hauen wir mal da drauf. Okay, jetzt wird unser Barde direkt angegriffen. Das ist nicht absolut unsympathisch. Und hau da drauf. Die hat so ein Elementar hergezaubert oder was ist das? Oh Kacke, wir sind alle. Wir sind tot. That's not very helpful. Ja. Wir sind tot. Damn it. We gotta take better care of Alof. Das war ein Satz mit X, das war wohl nix. Ja. Zombification, ja, also irgendwie war das gerade so. Also prickelnd. Bleibt die Frage, wie regelt man das jetzt? Yes. Wir könnten ihn einmal nach vorne schicken. Sehr schön, die ist voll reingerannt. Jetzt alle auf die da. Den Rest ignorieren, nur die da muss weg. Okay, das hat sogar funktioniert.
Jetzt müssen wir bloß gucken, dass der Rest irgendwie überlebt. War mal ein Schild auf diese selber. Greif da an und wo bist du? Du greif da an. Du darfst auch. Mist, der ist hinüber. Der ist auch hinüber. Wieso hat er nichts zum. Ach, Scheiße. Die machen ein bisschen, also prinzipiell war es wahrscheinlich nicht die falscheste Idee, erst die Dame anzugreifen, aber. Aber ansonsten mache ich eigentlich irgendwie gefühlt keinen Schaden. Also leicht verletzt, wilder. Yes. Versuch du mal deinen zum Umfallen zu bringen. Göttliches Mal. The Varu beyond seek. 69 Schaden, das ist doch schon mal. Okay, das ist hin. Oh, aber er ist auch hin. Nein, 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 ah, oh, Scheiße. Da. Hochgeschickt. Heil dich. Naja, das war jetzt nicht wirklich so berauschend. Das war jetzt etwas berauschender, aber immer noch nicht prickelnd. Navarro beyond seek. Können wir nochmal? Nein, wir haben keine mehr. Mist. Wieder Haken der Verdammung. Oh. Das Flackern war gerade hier bei mir. Verwirkungsbereich geben. Mach einfach mal. Jetzt hau da drauf. What? Just get quiet. Das wird. Irgendwie nicht besser. Hau ihn mal um. Der Wächter trennt die Lebensessenz seiner oder ihrer Feinde auf und erlangt mehr Ausdauer. Yes. Okay, jetzt haut drauf. Haut drauf! Der lag am Boden. Was habe ich jetzt für ein Problem? Ich bin flankiert. Tote nahe, jetzt haut ihn doch einfach um. Das kann doch nicht so schwer sein, das Ding zu töten. Der Wächter spricht direkt mit den Seelen seiner oder ihrer Feinde und erfüllt sie mit Furcht, bevor wir Rat erwarten.
What is it? Kann ich bloß noch um Stunden handeln, bis die niedergemetzelt sind? Okay, die sind hin. Nächster. Jetzt habe ich wirklich nichts mehr. Auf es mit Gebrüll. Ja, wir müssen uns waffentechnisch definitiv stark verbessern. Das ist ja grausam, ist das ja. Jetzt mal ein bisschen mehr Schaden. Lebensbalkentechnisch mache ich mir halt gerade ein bisschen mehr Sorgen. Okay, den hat es richtig zerfetzt jetzt. Das ist schön. Jetzt ruf. Okay. Ich sehe schon nach der Runde, wenn wir das hier überleben sollten. Ziehen wir uns noch mal ganz geflissentlich zurück und das ist ja. Ich hab halt echt nichts mehr. Jetzt ist zumindest mal schwer verletzt. Dann kommen mal wieder so Dinge raus, wo du sagen, okay, jetzt machen sie mal Schaden, aber nicht. Na, Halleluja, Brüder und Schwestern. Well. Schwere Verwundung, Heilung erhalten. Verstauchtes Handgelenk. Trollhaut. Und erwecktes Holz, das war's. Dafür habe ich jetzt gekämpft. As you wish. Ja, wir gehen erstmal uns ausruhen. Das ist ja. Uiuiui.